Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei der Firma Heim. Heute ist endlich soweit. Wir haben das Wunschvideo fertig. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so fleißig Fragen unter dieses Video geschrieben habt, dass Sie fleißig geliked habt und das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben die Fragen mitgenommen, haben intern darüber gesprochen und heute haben wir uns zum Thema gemacht, eure meistgelikedeste Frage in ein Video zu packen. Und zwar war das einfach der Unterschied zwischen einer Allround und der Unterschied zur Precision. Und wie die genau ausschauen, das schauen wir uns jetzt ganz genau im Detail an. Kommt mit, bleibt gespannt. So, wir haben jetzt hier mal beide Modelle zum direkten Vergleich hergelegt. Ja? Ich fange jetzt einfach mal direkt mit der Allround an. Hier ist die Allround und das ist die Precision. Die Allround besteht aus einem klassischen Schaft ohne Backe. Er ist gerade geschäftet, sowohl als auch für Rechts- und Linksschützen geeignet. Im Pistolengriff ist ein Heimkäppchen verbaut. Wir haben hier am Schaftende eine 15 mm starke Gummikappe. Die Schaftlänge ist bei uns standardmäßig 36,5 cm. Wir haben vorne einen Rosenholzabschluss am Vorderschaft und überall hier am Vorderschaft und hier am Griff eine feine Fischhaut. Der Lauf ist kalt gehämmert und hat standardmäßig einen Mündungsdurchmesser von 15 mm. Die Lauflänge ist beim Normalkaliber 55 cm, beim Großkaliber beträgt sie standardmäßig 58 cm. Standardmäßig wird sie auch ohne Visierung ausgeliefert und es sind eigentlich alle gängigen Montagen optional auswählbar, die man auf der Hülse montieren möchte. Standardmäßig wäre hier auch ein 3-Schuss-Magazin aus Stahl mit dabei. Wir haben einen werkseitig eingestellten Feinabzug von ca. 800 Gramm und die Gesamtlänge der Waffe ist im Standardkaliber, Normalkaliber 108 cm und beim Großkaliber 111 cm. Je nach Ausführung und Lauflänge, Kaliber und der Holzdichte wiegt die Allround ca. 3,1 bis 3,3 Kilo. Als wichtige Zusatzinfo noch folgendes: beim Kaliber 9,3 oder beim Kaliber 375 Ruger verändert sich standardmäßig der Mündungsdurchmesser. Beim Kaliber 9,3 x 62 ist der Standard Mündungsdurchmesser 16 mm und beim Kaliber 375 Ruger ist er standardmäßig 17 mm. So, hier haben wir unsere Precision liegen. Gehen wir jetzt auch nochmal im Detail einfach komplett durch. Auch hier haben wir einen klassischen Schaft, der gerade geschäftet ist. Auch er ist sowohl für Rechts- auch als Linksschützen geeignet und auch er hat keine Backe dran. Im Pistolengriffabschluss ist das Heimkäppchen drin. Auch hier ist eine 15 mm starke Gummikappe und auch hier ist die Schaftgesamtlänge standardmäßig 36,5 cm. Auch hier vorne haben wir wieder den Rosenholzabschluss und die Fischhaut am Griff, sowohl als auch am Vorderschaft. Der Lauf ist auch kalt gehämmert und hier ist die Besonderheit einfach, dass die standardmäßig 60 cm langen Heavyline-Lauf besitzt. Heavyline-Lauf hat einen Mündungsdurchmesser von 18 mm und dieser Lauf ist in Messlaufqualität gehämmert für die maximale Präzision. Dafür geben wir die Schussleistungsgarantie von 5 Schuss mit ausgesuchter Munition auf 100 Meter einen Streukreis von unter 20 mm. Auch er
ist standardmäßig ohne Visierung und ist standardmäßig mit einer Picatinny-Schiene aus Stahl vormontiert. Auch hier ist wieder ein Dreischussmagazin standardmäßig dabei. Und auch hier wieder ist der Feilenabzug werkseitig eingestellt von einem Abzugsgewicht von ca. 800 Gramm. Die Gesamtlänge der Waffe ist bei Normal- und Großkaliber 113 cm. Und je nach Ausführung, Kaliber und Holzdichte wiegt solch eine Waffe ca. 3,5 bis 3,7 Kilo. Zu erwähnen ist auch noch, standardmäßig ist am Kammergriff eine Holzkugel verbaut. Dies ist aber genauso auch bei der Allround. Bei der Precision haben Sie folgende Kaliberauswahl. Standardmäßig bekommen Sie das Kaliber 308 Winchester. Und als Wunschkaliber haben wir folgende Möglichkeiten. Einmal ist das Kaliber 6,5x55 SM, die 7x64, die 3006 Springfield, die 8,5x63 und die 6,5 Creedmoor. So, wir sind am Abschluss unseres ersten Wunschvideos. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und konnte auch einige Fragen aus dem Weg räumen. Und dass es jetzt eindeutig ist, was ist eine Allround und was ist eine Precision. Wir würden sehr, sehr gerne weiter so machen mit den Wunschvideos, weil es uns sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wenn ihr das da draußen genauso seht, dann würde ich sagen, schreibt ihr auch wieder unter dieses Video eure Fragen. Und die Frage, die wieder am meisten geliked wurde, ist, die bekommt das nächste Wunschvideo. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch allen eine super Zeit, bleibt gesund und wie immer kräftig Weidmannsheil und Horido. Bis bald.